Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So, hi. Gut, wir sind jetzt endlich im Besitz der Giga-Rüstung. Vollen, haben diese Höhle auch soweit erkundet. Dieser Stern kam damit weg. Und ich wollte tatsächlich immer noch da in den Untergrund. Das können wir gleich machen. Was wir jetzt tatsächlich eben machen können, ist mal schauen, ob wir die Rüstung auf plus 2 bekommen, dann kann ich mal sehen, ob da ein Z-Bonus existiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch einfach nur Nachttempo ist. Würde Sinn ergeben bei Rüstung mit gleichem Effekt, wie zum Beispiel die Rüstung der grimmigen Gottheit, die auch einfach nur Angriffsboost gibt, genau wie die Rüstung es nur Schleichen gibt, dass die dann einfach nur die gleichen Z-Bonus haben. Aber im Zweifel kann man es ja mal schauen. Und am Ende des Tages will ich eh alle Rüstungen maxen. So, dann mal kurz auf den Boden. Auch eine Rüstung Maximum. Maximum, Maximum? Das ist krass bei nur 7 Crocs. Aber gut, wenn man sie nebenbei einfach nicht sammelt, dann da. Das. Ach, es muss ja mega nervig sein, mit so wenig Waffen rumzulaufen und dann halt so weit auch schon zu kommen, dass man alle Feen freigeschaltet hat. So, was braucht man denn hier noch? Oh, ich kann sie auf plus 2 bringen, cool. Oh, noch eine Rüstung. Brauche ich dafür eigentlich? Konstruktzeug, das ist easy. Extra-Force. Ach ja. Das wird auch ein Spaß, die ganzen Extra-Force zu farmen. Aber habe ich es gerade richtig gesehen, dass wir Stufe 3 nicht machen können? Es fehlt uns da. Nee, können wir doch. Eis. 15 am Ende. Ach. Na gut. Mehr brauchen wir nicht. Erstmal. So, was haben wir denn hier? Nachttempo. Hatte ich mir gedacht. Aber gut. Dann. Die, sondern die. So, ist okay. Rüstung ist nicht immer gleich so schlimm. Ich bin eh viel zu stark. So, was haben wir denn noch offen? Wir könnten hier in den Untergrund gehen. Ja, machen wir einfach mal. Gehen wir von da ein bisschen in den Untergrund. Und eventuell können wir da noch ein, zwei Knospen freilegen. Das wäre gar nicht verkehrt. Vielleicht können wir dadurch auch mal ein, zwei Knospen sehen. Mein Untergrund, den habe ich bislang vergleichsweise gemieden. Immer nur beim Loch im Rhein, kurz geschaut und in die Umgebung geschaut und dann war gut. Deswegen würde ich da tatsächlich einfach mal ein paar Knospen finden. Da die ja auch einen Hinweis dazu darauf geben. Immer noch nur rot. Da die ja noch einen Hinweis darauf geben, was. Da bin ich. Wo noch ein Schrein später irgendwie auftauchen könnte. Durch Quests oder was auch immer. Immer im Zweifel, ja. Im Zweifel sollte es ja eigentlich immer dunkel bleiben, wo noch ein Schrein wäre.
75% im Untergrund. Ja, Schnauze. Wo ist hier eine Truhe? Hä? Nicht blöd? Ja, tatsächlich. Die hat sich mega gut versteckt. Ein Königsschwert, immer noch mega stark. So. Ja, theoretisch auch mal wieder Fleisch holen, ne? So auf dem Weg mal alles mitnehmen, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Okay. Ach, gucke mal, nur ein kleiner Stein und hier sind ganz schön viele Bäume. Das ist smart. Mal gut mit arbeiten. So. Oh Gott, falsch. Nein! Ach, ist ja egal. Ich habe ja keinen Fallschaden. So, sehen wir denn? Ah, perfekt. Aha. AOS-Set ist echt cool, ja. Ja. Das ist cool. Es werde Licht. Bin echt gespannt. Aber noch keine Quests oder Anstalten an einer Quest dafür haben. Wie sich hier der Schrein bemerkbar macht. Natürlich, wenn ich sowas sage, ist es immer keine Anspielung davon, dass ich das jetzt wissen möchte, sondern dass ich sehr gespannt darauf bin, wie die Lösung ist, wenn ich sie rausfinde. Warte mal, waren das nicht immer nur 20 Seelen, diese blauen? Die roten sind die Dinger, für die es sich lohnt zu klettern, aber die blauen ja gar nicht mehr. Da siehst du noch 5. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. So, wir wollen jetzt aber kurz mal hier schauen. Glaube ich, primär erstmal hier hin. Und dort aus den Kram erkunden. Mir auf jeden Fall Jäger. Ach komm, das war's schon. Okay. Nett. So, ich habe auch noch Strom bezahlen muss für, weil ich es in der Hand hatte.
Eine Sauerei. Ist da irgendwas anderes bei? Nee. Ein Fischerboot. Ein Fischerboot? Nee. Mir aus. Hier unten fällt selbst das kleinste Lichtchen auf wie ein Blitzschlag. Etwa das der Düsterwürmchen. Doch oft ist mir, als wären im Finsteren matte Lichter zu erkennen, als würden Seelen dieses Gewölbe erleuchten. Diese Gewölbe erleuchten. Begibt man sich an die jeweilige Stelle, so findet man rein gar nichts. Die Sache scheint durch und durch mysteriös. Und doch haben schon viele andere Agenten die Lichter gesehen, auch wenn ihr Ursprung weiter ungeklärt bleibt. Manche sagen ja, sie wären bloß eine unentdeckte Glühwürmchenart. Doch meine Augen trügen nicht. Ob am Ende gar Agenten uns belügen, um die Lichter irgendwie zu sammeln? Vielleicht sind sie ja furchtbar wertvoll. Brummkoga! Vielleicht. So, welcher hier gedenkt mich eigentlich gerade abzuballern? Da oben. Kommen noch Kakuda-Augen. Und tschüss. Gut. So, ich war da, ich war da. Da muss ich noch hin. Aber der Schatztruhensensor, der sagt mir schon wieder nix da. Das heißt, hier wird schon nicht mehr großartig viel sein. Ein bisschen Stuff und cool, um wahrscheinlich auch das Fischerboot zu bauen. Aber gut. Hier ist nix. Da ist weiter nix. Sind noch zwei Plattformen. Ich glaube auch nicht, dass da viel sein wird. Nicht. Nicht. Okay. Ja, rund um Schloss Hyrule ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Was machen wir? Wir könnten natürlich jetzt einfach hier hinrennen. Oder wir könnten nach oben. Dann bleibt mir das Rätsel um den komischen Schrein da lösen. Wir könnten in den Wald der Crocs weitermachen. Wir könnten jetzt nach Gerudo aufmachen. Wir könnten die Labyrinthe machen. Wir könnten weiter im Himmel machen. Wir könnten weiter den Untergrund machen. Ah, oh Gott. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen unschlüssig. Aber auf jeden Fall nicht untätig. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Rennen wir einfach noch mal kurz zu dem Spot mit der Wurzel. Ich meine, der Sensor hat zwischendurch nichts ausgeschlagen. Ich habe auch nichts gesehen auf diesem weiten, großen Felde. Vielleicht ist hier noch eine Höhle, aber ich zweifle dran. Das heißt, das wird irgendwas mit einer Schreinquest zu tun haben, die dann erscheint. Aber solange diese nicht erscheint, kann ich hier nichts machen. Na, ihr? So. Euch habe ich aber schon vernichtet, oder? Also kurz vorm Blutmund. Weil mein Schreinsensor reagiert nicht, also wird das schon so sein.
So. Ach, guck an, doch. Er ist einfach nur irgendwo in der Höhle. Okay. Ist natürlich an sich ein bisschen öde, aber gleichzeitig auch gut zu wissen. Dass wir natürlich den Höhleneingang finden, was wieder ein Spaß wird. Aber das sollte ja hoffentlich nicht so ein Problem sein. Ich gehe absichtlich mal ein Stück weiter. Nur noch mal die Chance. Na, guck mal. Weil die Chance hier sonst wahrscheinlich. Also, sie ist da, dass die Höhle so lang geht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt hier diesen Zipfel anguckt. Und wie weit bist du mit der Story? Ich habe. Mir fehlen noch fünf Geoglyphen. Die letzten fünf. Nicht die. Also ungefähr die letzten fünf Geoglyphen. Ich habe vier von fünf Schreien. Ach, vier von fünf Tempeln gemacht. Mir fehlt noch der Gerudo-Tempel. Ja. So weit bin ich. Genau. Tabu rasa, Akala, so. Drei von vier natürlich. Entschuldigung. Also mir fehlt noch der Gerudo-Tempel. Beziehungsweise generell Gerudo. Ja, wie mache ich denn das? Eventuell ist der Eingang hier irgendwo am Rand. Kann tatsächlich sein. Wie lange geht der Stream noch? Also, ich peile immer so. Ja. Schwierig. Ich sag mal. Mindestens noch 2 Stunden. Geh mal vom Strand aus. Dann habe ich auf jeden Fall Gewissheit. Falls es da nicht, also falls da kein Höhleneingang ist, dass ich nicht so weit ausholen mehr muss, weil. Wenn ich noch weiter hätte ausholen müssen, das wäre schon ziemlich krass. So. Oh, das ist mies. Das ist mies. Da würde ich sogar mal wieder was investieren. Habe ich viel zu wenig von. Muss gleich mal schauen, dass ich da eventuell. Machen wir das so. Nicht? So.
Weil dann werde ich einfach mal so da drauf. Sollte eventuell sogar schon reichen. Reicht noch nicht. Wie machen wir das denn? Gar nicht. So, so, so. Okay. Solange wenn ich im Himmel unterwegs bin, kann ich die ruhig mal snacken. Ich meine, wozu sammle ich die ganzen Drachen-Ingredienzien? Müssen wir den Eingang finden. Das ist interessant, obwohl ich hier deutlich näher jetzt schon am markierten Schrein dran bin. Der Sensor unten deutlich früher ausgeschlagen. Können sich natürlich jetzt leicht machen und Satori füttern. Welcher Satori ist ja nicht zuständig. Eventuell hier. Aber das wäre eher Last Resort Move. Ich weiß noch, wie schlimm das war mit einem anderen Höhleneingang bei den Soras. Und ich meine auch in Firon. Waren beide sehr, sehr schlimm. Oh, und wo ich auch sehr lange gesessen habe, war der Höhleneingang in. Und am vergessenen Plateau, der eine. Eventuell in der Nähe. Nö, in der Nähe des Abgrunds. Was denn, was denn? Habe ich gerade was gefragt? Welche Höhle? Weil ich finde eine Höhle nicht bei dem Plateau. Na, die Höhle hier jetzt, meine ich. Ich glaube, ich werde tatsächlich einfach mal aktiv zum ersten Mal den Satori nutzen. Da ich. Ja, mittlerweile auch, also da wir mittlerweile vor allen Dingen seit 100 Folgen oder so schon wissen, dass der Effekt ja wieder weggeht, nach gewisser Zeit,
ist es auch gar nicht so schlimm, wenn die da mal ein bisschen leuchten. Die leuchten ja auch nur in dem Gebiet dann. Nicht überall in Hyrule. Blöd ist, glaube ich, aber nur, dass die auch bei Höhlen, die man schon erkundet hat, trotzdem weiter leuchten. Bedeutet, dass man bei sich bei Höhleneingängen immer sicher sein muss, beziehungsweise bei den Lichtern trotzdem immer schauen muss. Oh, Leben. Ups. Nachttempo ist Nachttempo, da hätte ich auch die Schicker-Rüstung tragen können, aber ist ja egal. Ich habe Angst, ein bisschen, dass da jetzt gleich noch ein Kock auf mich wartet. Vor allem, weil ich immer noch keinen Kirschblütenbaum sehe. Ja, keinen Kirschbaum. Oh nein. Oh Gott, was ist denn der zuständige Kirschbaum für hier? Ist doch nicht der da, oder? Was ist denn der zuständige Kirschbaum für hier? Soll dann ja auch kein Kirschbaum sein. Ich glaube, wir müssen schweren Herzens abbrechen. Ist natürlich ein bisschen traurig. Aber bevor wir noch zu viel Zeit verbrauchen, ist egal. Ja, habe ich. Alle Schreine beim vergessenen Plateau habe ich mittlerweile. Da hat mich einer ein bisschen Sucherei gekostet, vor allen Dingen, weil ich damals kurz davor stand, vor dem Eingang, und bin umgedreht. Unten am Rand ist ein Höhleneingang, also quasi, wenn du vom Plateau runtergehst. Wenn du vom Plateau runtergehst, hier. Wenn du da in die Höhle reingehst, kommst du zum Schrein. Ein Ding. Ja, machen wir mal ein bisschen Untergrund-Action. Bist du? Stimmt, Statuen gibt es. Statuen folgen, die einen zu krassen Orten führen. Das gibt es ja auch noch. Das ist ja ein Ding. Ich mag den Untergrund irgendwie am meisten. Ja, ich meide ihn, weil ich mag diese Dunkelheit und dieses Unbehagen eigentlich nicht so sehr. Und vor allen Dingen diese Weite. So viel zu erkunden. Das kann sich sehr schnell in, na, nennen wir es, sehr viel Nichts. Sehr viel Nichts, sehr viel verlorene Zeit wegen den Bossen. Habe ich auch schon gesehen, die ersten. Dass Bosse im Untergrund, wenn man die oben besiegt hat, dann da existieren. Aber auch generell, dass die Gegner da ein bisschen stärker sind. So. Haben wir noch einmal. Zack! Das hat nicht mal gereicht. Wow. Ich kenne gar nicht, welche Farbe du da drunter hast. Schwarze. Knapp. Ah, du bist ein Silberner.
So, der Kampf ist noch nicht vorbei. Denn her. Wieder ein Schnauze. Ob ich mir solche Minen markieren sollte. Aber ich glaube, da gibt es noch viel krassere. Okay. Machen wir uns mal weiterhin auf zur Knospe. Das würde ich gerne in diesem Part noch machen, wenn ich damit das wieder überziehe. Ja, wobei das ist echt noch weit. Schauen wir mal. Hier ein See? Wieder abgestürzt. Welcome back. Da ist die Knospe. Renne, renne, renne. Und. So, jetzt schließt sich, glaube ich, eine Verbindung. Ja, jetzt sieht man ja halt alles. Gut. Also wenn wir den jetzt nehmen würden, dann wird er, glaube ich, hier das Ding verbunden. Es sei denn, hier ist noch... Oh. Never mind. Okay. Will ich jetzt jeden Schrank auf der Oberfläche machen oder erst im Himmel? Also... Bisschen hin und her ist, glaube ich, das Gesündeste. Würde ich jetzt sagen. Gut. Warum habe ich das nochmal markiert? Weiß ich nicht. Können wir da mal vielleicht mal hingehen? Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir eine neue Mine. Und das Maritta-Ding da als Konterstück. Naja. Ich will aber erstmal sagen, das war's mit der Folge für heute. Beim nächsten Mal gehen wir, glaube ich, mal wieder in den verlorenen Wald. Hätte ich mal wieder Lust drauf. Wobei, da ist der Geschwindigkeitsbonus, glaube ich, gar nicht so gut. Mal gucken. Sehen wir dann. Also dann. Genau. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Tschüss.